Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Und ja, wie ihr diese Titel seht, könnte uns ein Ausgangssperren zu drohen in ganz Deutschland wegen dem Covid-19, also Coronavirus. Also ich habe schon mal vorhin habe ich eine Nachricht bekommen, dass Markus Söder wird noch überlegt, ob es ein Ausgangssperre für ganz Deutschland ausgeschrieben wird. Bislang wird ab morgen Oberstufe sind und haben schon zu, Schule wird ab morgen und Kitas geschlossen bleiben. In Berlin haben wir schon gestern begonnen in Schulen. Montag und Dienstag war ja nur auch freiwillige, wer Kind wegbringen oder wer in der Schule geht, so. Ja, feiern nur freiwillig. Mutter und Dienstag immer. Und ab morgen wird dann für immer zu. Also nicht für immer, sondern bis 19. April sein. Und ab 20. April wird dann Abitur. Die Abiturrente wird dann Zwangsurlaub. Weil demnächst steht bei denen an Semester. Auf jeden Fall. Und EG haben wir schon alle. Wir haben das zu. In ganz Deutschland und Friedrich Merz wurde auch schon infiziert und meine Lieblingsmannschaft, Hertha BSC, den Trainer wurde infiziert und ganze Mannschaft wurde unter Quarantäne gestellt. Und das ist schrecklich, wenn meine Lieblingsspieler, meine Lieblingsmannschaft in der Quarantäne gestellt ist. Ich hoffe, die werden nicht auf positiv getestet oder so. Aber ich bekomme eh die Nachricht. Oh. Ganze Mannschaft. Von Hertha BSC. Oh. Mal schauen, wie es dann abläuft mit der Fußballmannschaft. Hannover 6 wurde auch ganze Quarantäne gestellt. Nur die beiden. Ich weiß nicht, ob Gladbach. Von München Gladbach, glaube ich, war ja auch einer infiziert und keine Ahnung, ob Quarantäne auch untergestellt haben. Ja, und es geht ja auch darum, dass Coronavirus über Atemwege, beziehungsweise geht auch über Lunge, das Lungenkrankheit, ist auch höhere Ansteckungsgefahr, wenn wir bekommen, übertragen wir auch ältere Leute und ältere Leute werden daran sterben oder das ist halt die Risikogruppe bei älteren Leuten. Dann darf ich auch nicht zu meiner Mama, wenn ich Coronavirus habe oder so. Heißt dann nur Frau 3. Also häusliche Quarantäne wird dann gestellt. Ja, und wie es läuft bei häuslicher Quarantäne, das werde ich selber nehmen. Wie es da abgeht. Ich war ja gestern bei Krankenhaus und die haben mir gesagt, ich soll erstmal Verordnung von Hausarzt bekommen. Aber ich habe gestern angerufen, vorher, weil ich ja so einen Halskratzer habe und Gliederschmerzen, das auch jetzt schon weg ist. Und ja, ich brauche ja nicht Test machen, auf jeden Fall. Und war ja nur ein bisschen Verdacht, also scheint mal so, ob es Coronavirus ist oder nicht, deswegen kann ich erst zu Hause bleiben. Beziehungsweise bis Donnerstag. Heißt ja nicht, dass ich andauernd, also Kontakte vermeiden schon, natürlich, sicherlich. Weil ich muss auch helfen für die anderen Mitmenschen, dass nicht angesteckt werden oder
auch mein Hals Schmerzen bekommen oder so. Und ja, das war es dann auch schon, oder? Ich weiß nicht lange. Also, und in Seattle, in Amerika, wurde schon Impfstoff getestet. Auch bei den vier Freiwilligen. Und die haben gesagt, es fühlt wie eine Grippeimpfung. Keine Ahnung, ob es. Also, Impfstoffe wird dann bestimmt ein Jahr dauern, bis es auf den Markt kommt. Weil die müssen ja sehr viel produzieren und dann. Sobald die Coronavirus-Impfstoff gibt, wird dann erst geimpft. Also, wir in Deutschland. Also wie ihr in Deutschland, wir Deutsche, wir suchen auch Impfstoffe, schnellstmöglich sogar, könnte bis Juni dauern, erstmal, haben sie gesagt. Und Donald Trump, der Präsident von Amerika, wollte unser Impfstoff, wenn wir gefunden haben, den Impfstoff, um 10 Millionen Dollar zu verkaufen, aber wir haben es verhindert. Beziehungsweise die Impfstoffforscher. Weil es geht ja nur uns, unser Leben. Und was Donald Trump macht, ist nicht korrekt. Hört zu Menschen, keine Ahnung. Also ihr könnt gerne einen Kommentar schreiben, wie ihr findet mit Donald Trump, dass er wollte es verkaufen und wurde es ja auch verhindert, den Impfstoff. Aber wir haben ja noch nicht gefunden, glaube ich. Oder? Das weiß ich selber nicht. Ja, Kita und Schulen wird ab morgen geschlossen bleiben. Oh, bis 19. April natürlich. Dazu muss ich auch noch sagen. Erstmal bis nächsten April. Gott kann viel länger. Und also irgendein Politiker hat, könnte es bis Mai andauern. Könnte, muss man nicht. Also wir haben jetzt zurzeit 7000 infizierte circa. Hier in Brandenburg sind 94. Oder? Was ist das? Corona-Virus. Ja. Die da. Vom Morgenpost. So, gucken, ob das richtig anzeigt. 8084 wurde bestätigt und 67 Cent. Wieder gesund und 21 Todesfälle in Deutschland. Und darunter ist Nordrhein-Westfalen mit 3060 bestätigt worden bei Coronavirus. Bayern Dose 352 infizierte. Baden-Württemberg 1105. Rheinland-Pfalz 435. Niedersachsen 392. Hessen 342 und Berlin 332. Bei Berlin ist es drastisch verändert. Hamburg 312. Sachsen 152. Schleswig-Holstein 145. Brandenburg schon 104. Brandenburg, also da wo ich hier in Brandenburg lebe, hat schon 104. Also darunter zähle ich nicht, weil ich ja kein Coronavirus habe, glaube ich. Hier steht nur, am 4. März ist infiziert. Krise ergreift das komplette öffentliche Leben. Die Infizierte sagen, strengen weiter. Alles wichtige im Newsblock. Ah. 693, Saarland 85 Infizierte. Thüringen 67 Infizierte und Bremen 57 Infizierte. Und Mecklenburg-Vorpommern 51 Infizierte und Polen, Dänemark, Tschechien und Österreich
und Frankreich sind zu. Also die Grenzübergang sind zu. Insel Rügen und Usedom genauso. Also beziehungsweise nur Kontrolle wird gemacht. Nur darum über Info, ja. Das war's. Und wir sehen uns. Das weiß ich nicht, morgen oder nicht. Ja. Also, wir sehen uns irgendwann mal. Tschüss und bye bye.